Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Ja, in diesem Teil, ich weiß gar nicht, welcher Part das eigentlich ist. Ist auch egal eigentlich, denn hey, ihr seid wieder mit dabei. Wenn ich hier weitermache, Heverlau Quest Part 2. Eben, was habe ich gemacht zwischen den Parts? Nix eigentlich, doch, ich glaube, eine andere Hose angezogen und so weiter. Also im Spiel, ne? So. Okay, Herr Dallau hat ihr Zuhause erreicht. Das ist natürlich schön. So, ich habe mir dann hier mal gleich den Heatherlaw Quest Part 3 markiert. Dann bringen wir es zum Abschluss, denke ich. Ja, das war jetzt eine Challenge. John Willis, verstorben. Alan Martin verstorben. Das Investigate die Echo. The Echo. Das Echo. Was auch immer. Habe ich das nicht getan? Ach, okay, klar. Well, we gotta stand out here in the cold while you get first dibs. Fuck, it is cold. Just shut up and watch the alley. Ach, ist ja lustig, hier war ich nämlich schon mal drin. War ich hier nicht schon mal drin?
dann bist du. Jeez, you guys are quick. Can I get out of here now? As for you, Agent, this means a lot to me. An awful lot. I'll send a JTF patrol to bring her back, but let's just say that I owe you one. A big one. I can't thank you enough. I'll be in touch. Lau out. Ciao. Hey, bitte. Schöne Gitarre. Nettes Apartment. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, nicht unbedingt ja, unter diesen Umständen, aber grundsätzlich mal. Oh, shit. Pah, den hat sie zerlegt, ja. So, und wo ist jetzt hier die JTF-Patrouille? Na. Oh. Ja, ja. Du sagst der Richtige, ne? So, was gibt's hier? Motorcycle Pads. So, hey, was macht mein Intel? Gleich mal checken hier, Intel. Phone Recordings, okay. Hey, did you hear something about them closing the bridges tonight? First I heard about it, who says? Frank said he heard it on the radio. Says the National Guard is doing a lockdown. What is this shit? Everyone getting all riled up over the goddamn flu? Yeah, it's messed up. I got bills to pay, man. And I can't pay no bills if I can't get out of the city. Ja, in der ersten Woche nach dem Outbreak, die Taxifahrer unterhalten sich und dann eben hast du gehört, dass sie die Brücken zumachen. Wieso machen sie die Brücken zu? Wo hast du denn das gehört? Ja, Frank hat gesagt, die Nationalgarde schließt die Brücken, hat er übers Funk gehört. Und was soll denn der Scheiß? Warum regen sich alle so auf? Nur wegen der scheiß Grippe? Ja, und dann sagt der andere, ja klar, ist schon scheiße. Und dann sagt der andere eben, ey Mann, ich muss Rechnungen zahlen und ich kann keine Rechnungen zahlen, wenn ich nicht fahren kann. Taxifahrer unterhalten mich, ne? Hey, Rach. Just calling to see if you're okay. We left it on pretty bad terms, but I do want to make sure you're all right. They say this thing is gonna get worse before it gets better, and look, I don't know if I have the right to tell you what to do, but keep off the needle, okay? If you need an ear, let me know. I'll be there if you need me. Ex-Girlfriend. Typ sagt, hey Rachel, na, ich rufe nur an, um zu gucken, ob es dir gut geht. Und ja, wir haben uns unter ziemlich schlechten Umständen getrennt und so. Und naja, die Leute sagen, es wird schlimmer, bevor es besser wird. Und eben, ich habe nicht das Recht, dir zu sagen, was du tun sollst. Aber hey, halt dich fern vom Heroin. Ne? Bleib von der Nadel weg. Und ja, wenn du reden willst, ruf mich an. Ich habe ein offenes Ohr für dich. So, vor dem Outbreak, was haben wir hier? OMG, did you see
it. It's so awesome. I can't believe her look. Did you hear she's dating the singer from that Swedish band? What? No way. He's on fleek. His hair is gorge. I love him so much. He's like the luckiest girl in the world. Get off the phone. You have to come see what's on the news. I gotta go, babe. Mom's getting jelly. Love you. Late. Okay, okay. See you later. Call me. Missing Agent. Marco Trudeau. Alter 29. New Orleans. Former top professional poker player. Aha. Gewohnt in Brooklyn. Psychologisches Profil. War ein Schachwunderkind. Und er wurde dann, war auf einer Uni, ich denke Tulane heißt das Ding, so Stipendium und hat dann mit einem Doppelmaster praktisch abgeschlossen in Physik und Spieltheorie. Hat im Finanzsektor gearbeitet, die letzten 5 Jahre, hat dann aufgehört, um professioneller Pokerspieler zu werden, hat 8 öffentliche Turniere gewonnen. Und macht sein wirkliches, sein richtiges Geld verdient aber in privaten Pokerspielen mit extrem hohen Einsätzen. Wird angetrieben durch Risiko und Wettbewerb. Wie dem auch sei, sein Bedürfnis nach Aufregung ist nicht unbedingt ein Indikator für rücksichtsloses Verhalten. Berechnet immer die Chancen, sehr vorsichtig und riskiert nur was, wenn die Chancen zu seinen Gunsten stehen und ist kaltblütig, die Chancen zu nutzen, wenn sie sich für ihn öffnen. Er ist ein Meisterstratege und ein Experte im Menschenlesen und und was ist er auch noch? Ja, natürlich, er ist noch Triathlet und was weiß ich, ist in perfekter Form und so weiter. Okay, aber trotzdem ist er vermisst. Tja, so kann es gehen, ne? Hello, Part 1. In einem Versuch, Essen zu organisieren, spielt Heather Lau im Camp Gitarre. Heather Lau Part 2. Heather Lau bemüht sich, möglichst schnell nach Hause zu kommen. Bewusst um die Gefahren um sie herum. Heather Lau Part 3. Ein paar Plünderer versammeln sich in der Gasse hinter ihrem Haus und einer probiert einzudringen. So, was fehlt mir jetzt hier noch, um es zu filmen und zu finden? Ja, mir fehlt Incident Reports. 4 von 5. 4 Phone-Aufnahmen und 2 Seiten Survival Guide. Die könnten durchaus in der Dark Zone liegen, denn da war ich nämlich noch nicht. Also, ja, wer weiß. Fucking heads up! Gonna watch you bleed! Fuck. Finish it off, yo! You look like you got some... Tja, die Granate fallen lassen. Ist natürlich immer klasse.
So, okay, dann kann ich mir mal überlegen, wo ich jetzt eigentlich hingehe, ne? Mal einen Blick auf die Karte. Was ist das hier? Ach, Elektronikteile. New Electronic Parts Container. Okay, gut, gut. Ach, Nebenmission. Cool. Return to base of operations. Way to go, Agent. If you manage to make it back here alive, we got a little something for you. Though I, do have someone else I can give it to if you bite it in the meantime. Just being practical is all. Over. Okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich meine, ja, es ist ja nur eine Beta. So, und jetzt ist hier Samstagabend. Naja, mittlerweile Nacht. Das heißt, die läuft am Sonntag noch. Morgen. Ja, dann ist wieder Wartung, 3 Stunden zwischen 10 und 1. Also, na, dann mal gucken. Ja klar, hey, ich muss in die Dark Zone. Ich muss unbedingt in die Dark Zone. Aber... das mache ich dann mit dem Schorsch zusammen, denke ich. Und na, vielleicht gehe ich mal alleine rein. Mal gucken. Und ja. Mal schauen. Ich würde es ganz cool finden, wenn ich die restlichen Intelligences noch finden könnte. So einfach, ja. Und dann nebenher noch ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, wenn es hier noch weitere Nebenmissionen geben würde. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist nur eine Beta, aber ja. Ja. So wird ein Streit geschlichtet. Calling your name. I'm telling you, you're lucky you don't gotta work with these Sarah types. Agent, the fact that you are not grievously wounded and being eaten alive by a wild dog right now is a testament to your competency. And possibly just the whims of destiny. Good work in any case. Ja, so, schön. Und, gibt's neue Jobs? Nein. Schade. Don't go getting yourself killed. You'll be missing out. So, dann mal ein Blick ins Inventar. Was habe ich jetzt hier? Ist mal die Frage, ja, die hat schon eine Mordsfeuerrate. Die ist eigentlich gar nicht so viel schlechter wie die, die ich jetzt hier habe, ne? Und die hat mehr Mordslots. Ja, Schalldämpfer und Ding kann ich drauf machen. Lag halt, wenn ich welchen hätte. Und hier, Magazin, Unterlauf. Und Schalldämpfer. Na klar, DPS ist höher, aber... ist eigentlich merkwürdig, dass es überhaupt der Fall ist. Ja? Da die macht ja nur so wenig Punkte mehr Schaden und das Ding schießt wesentlich schneller.
Ja, und das Ding, das macht zwar deutlich mehr Schaden, aber niedrige Schussfrequenz und vor allen Dingen zu wenig Schuss im Magazin, ne? Also das ist mal so ein Hauptding. Okay, gut. Ja, fuck, markiere ich den Shit als Junk und dann, so, Pumpgun, die behalte ich jetzt einfach mal. Das Ding tue ich in Stash. Was ist jetzt hier? Ach genau, die wollte ich behalten, weil ich wegen meiner Waffenfähigkeit. Deswegen, ne? Gut, okay, dann verkauf mal Kram. Nobody's got a better selection. So, was darf ich hier kaufen? Achso, nee, ich bin im falschen Reiter. First Wave. Okay, klar. Die ist natürlich echt nicht schlecht, die Waffe, ja? Das ist natürlich auch ein cooles Extra. Military MP, aber das Ding ist teuer. M249B ist natürlich auch cool, das Ding. Destructive Armor Destruction Value is increased by 3% when using this weapon. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. What's your ass out there, huh? Nobody's gonna give you a better deal. Boah. Leck mich am Arsch. Das Ding hat ja einen Schadensschutzwert. das Ding wäre insofern nicht schlecht, weil das mir hier mein Ding boosten würde. Mehr Kapazität, mehr Critical Hit Damage. Ist relativ teuer, das Teil, ne? Boah, die sind aber gut. Armor und Health, Shock Resistance, Blind Death Resistance. Da ist schon scharfe Sachen dabei, muss man schon sagen. Well, that was disappointing. Ja, es liegt an mir. Mods. Small Caliber. Ja, aber das heißt, da weiß ich jetzt ja immer noch nicht, ob das Ding jetzt auf eine Pistole passt oder nicht. Ja? Ist wahrscheinlich nicht. Echo Soap, FDI. Large Caliber, okay. Der könnte auf eine Pistole passen. Aber ist auch scheißegal. Brauche ich ja nicht, ja. Gut, okay. Tja, so, was machst du denn jetzt?
das bessere MG kaufen. Kohle machen. Mal schauen, was ich kriege, wenn ich hier im Madison Square Garden nochmal spiele. Replay Mission Hold. Matchmaking. Was, ich kann das jetzt nur noch auf schwer spielen? Echt? Ah, nee, okay, da kann ich die Schwierigkeit einstellen. Okay, da kriege ich eine grüne Waffe oder ein blaues Ding. Equipment Item. Ja, hey, da bin ich doch mal gespannt. Dann mache ich das mal so. Im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es war cool für euch. Mir hat Spaß gemacht, natürlich so. Und im nächsten Teil mal schauen. Hier. Madison Square Garden auf schwer. Alleine. Was glaubt ihr? Pack ich's? Pack ich's nicht? Ich bin zuversichtlich. Aber hey, wir werden sehen. Im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.